Da sind wir wieder zum nächsten Part von Code Veronica X. Und wir sind natürlich ein Stück weitergekommen. Nachdem wir dies hin und her hatten. Ihr dürft auch gerne eure Meinungen dazu schreiben. Zu diesem Spiel, zu meiner Handlung und dieses... was man halt zu diesem, was einem halt gut einfällt. So einiges weiß ich hier noch vom Spiel. Ich glaube, ich weiß es aber nicht mehr. War hier was gewesen? Ja. Ein grünes Kraut. Ist erstmal eins, aber ich glaube, da war nämlich noch eins gewesen, aber ich weiß es nicht mehr. Wenn wir dann herausfinden. Wenn wir da nochmal lang laufen müssen. Ups, da hat er seinen Hut verloren. Etwas? Nein, das sehen wir nämlich noch nicht auf, weil wir das noch nicht brauchen. Wie war denn das? Musste ich jetzt hier hin oder muss ich nicht hier hin? Ich weiß es nicht mehr. Da war noch ein Kraut hier oben im Bild. Ich weiß, das brauchte ich nämlich noch nicht aufheben. Auf jeden Fall kann man hier runter. Kann, muss nicht. Weil ich finde es einfach noch zu früh, dass da nämlich noch was war. Genau. So. Habe ich nämlich so als... Nein, da war was anderes. Ja, Felder. Ja, wer erinnert sich noch daran? Ach, da brauche ich gerade Draht, wa? Ach du Scheiße. Wisst ihr? War doch noch zu früh. Also doch ins Haus hinein. Ich hätte gern ein Zimmer mit der Suite und pünktlich Frühstück. Gepäck tragen Sie hoch. Nein, jetzt mal im Ernst. Das hier ist kein Hotel, sondern eine Residenz. Wobei... sozusagen ist das hier das Sekretariat. Und hier haben wir schon mal einen Laptop. Ja, gut.
ID-Nummer eingeben. Okay, vielleicht ist es ja der noch. Okay, ist er nicht. Das heißt, wir müssen die Karte finden. So, wir haben ja hier jede Menge Türen. Die Frage ist, welche nehmen wir? Wir nehmen erstmal die blaue hier. Ganz ehrlich. Ich höre Fledermäuse. So, jetzt mal schön, der Aktenkoffer ist wichtiger. Genau. Als das Heilungsspray. Ach, da sind Patronen. Okay. Dann können wir da wieder raus. Und mal die nächste Tür probieren. Ah, dazu brauche ich wohl den Code. Okay. Ja, ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht mehr alles, was hier so genau ist. Wie der Weg so genau ist. Und hier ist verschlossen. Ein silbernes Emblem ist eingraviert. Also brauchen wir einen Schlüssel mit einem silbernen Emblem. Okay. Dann kommen wir hier. Hey. Ah, und die krieg ich erstmal nicht. Okay. Da müssen wir was anderes machen. Noch mehr Muni. Super. So, die Kiste kennen wir ja alle schon. Sperren brauchen wir nicht. Pfeil und Bogen brauchen wir auch nicht. So, Heilung. Kann ruhig runter. Und wir... Ach, nicht. Das kennen wir ja auch noch. Ja, bräuchte ich ein Fallband. Wie genial. Ja, schieb mal. Schieb, schieb. Da haben wir die Karte. Dann nehmen wir noch hier das Heilung auf. Ja, ich weiß beinahe Deutsch. Aber... Um mal herauszufinden, prüfen, müssen wir ja... Ah, das ist er. Okay, okay. Dann können wir wieder da runter. Wie wir bei der einen Tür gesehen haben, sind da ein paar... Einkühlungen gewesen, die halt zu etwas führen, dass man da was reinpacken muss. So, das Feuerzeug können wir loswerden. Nee. Das Feuer, gut. Nochmal anmachen. Ja. Ich habe einen falschen Code eingegeben. Das war NTC0394. Fertig. Ja, dann akzeptier mal. Juhu! Natürlich.
wollen wir die loswerden, dann haben wir wieder einen Platz mehr frei. Und jetzt können wir da endlich rein. Oh. Hier haben wir noch Munition. So, was haben wir hier? Ein silbernes Emblem. Alle liegen sie hier tot. Leben auf. Genau. Das können wir jetzt von den anderen Teilen her. Das mischen. Okay, lebt nicht mehr. Gut. Aber Körper reagiert noch. So, und was war hier? Ein goldenes Emblem. Naja, können wir da auch irgendwo her. Wenn es irgendwo Silber gibt, gibt es auch irgendwo Gold. Aber nichtsdestotrotz gehen wir durch die nächste Tür. Wow. Noch mehr Muni. Yeah. Ich bin so stolz. Was war denn hier? Hier war da irgendwas. Da blinkt was. So. Was fällt denn da sofort ein? Schreibt es in die Kommentare. Das nenne ich Tierquälerei. Wir brauchen nur das Rad. Genau. Mehr brauchen wir nicht. Die beiden Kinder, die da waren, wer war das? Ich hoffe, das finden wir noch heraus. Und ja. Ja! Help me! Steve? Ja, werden, ich weiß, wo es war. Ich hab mich am Anfang auch zu blöde gesucht. Und dann stand ich hier. Oh! Mach ein Steve da drin. That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait! Steve!
Was für ein Macho. Wurde gerade eben das Leben gerettet, hat noch nicht mehr Danke gesagt und haut ab. Oh oh. How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Okay, das war Alfred Ashford. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist das der Junge beim Video? Ich glaube, jetzt können wir es aufnehmen, wa? Jo. Ja, das werden wir alles. Noch herausfinden. So, jetzt haben wir das Rad hier und können es. Ah, du stehst nicht davor, Mädel. Genau, jetzt stehst du davor. Ein U-Boot. Oh, was haben wir denn da? Das Kind war ja an der Seitentasche. Aber natürlich. So können wir jetzt zwei Sachen mehr dran. Cool. Das finde ich ja mal cool. Haben sie eine Taschenerweiterung auch gemacht? Bei Code Veronica X, so wie bei Teil 3. Glaube ich mal. Oder Teil 2. Teil 2 war das, genau. Aber da muss man auch eine Taktik anwenden. Aber ich verrate mal nichts vom Teil 2, weil ich hab's noch nicht let's played. Kann ich ja machen, es kommt da auch noch ein Remake raus, dann steht das auch auf meiner Liste.
Leer. Money, money. Cool. Okay. Und hier brauchen wir das wieder. Ist denn halt für später schon. Ja, ja. Können wir hier irgendwas machen jetzt? Ja, können wir schon. Gut. So, dann können wir nämlich dieses Zeug schon mal loswerden. Das blöde Fledermäuser. So. Da gehen wir hin. So. Hier waren ein paar Zombies, wie man es auch schon sagt, waren. Ah, hier liegt was. Mal wieder so ein Band. Aber das wollen wir noch nicht. Obwohl, könnte ich ja auch schon mal anfangen zu sammeln. Hey, Claire hat das Flugzeug gefunden. Coole Sache. Aber wir machen hier... Erstmal weiter. Was haben wir denn hier? Kommen wir erstmal nicht hin. Da müssen wir hier hoch. Hier war der Ort, oder? Ich weiß noch, ich habe da so viele Versuche gebraucht damals. Und die Lösung ist so einfach. Immer bis zum Anschlag machen. Wenn man nach oben drückt, einfach weiter nach oben drücken. Bis nichts mehr geht. Und dann nach links drücken. Bis es nicht mehr weitergeht. Da unten blinkt was. Oh, war ja klar. Ja, Claire, schau doch mal. Was Besuch? Oh oh. Du rennst mir zu viel. Okay, der erste ist tot. Was haben wir denn da? Noch eine Karte. Einfach nur schießen. Na komm. So, alle tot. Wunderbar. Jetzt können wir rum. Ja, nehmen wir mit. Danke. Und hier ist noch etwas. Was haben wir denn da? Tada. Eine silberne Schlüsselkarte. Kann in der Trainingsanlage benutzt werden. Super! Wieder zurück. Nun ist die Frage, wo geht's denn weiter? Weil die Fledermäuse sind natürlich im anderen Abteil, die kommen nicht hier rüber zu mir. Das ist natürlich vorteilhaft. So kann ich einfach weiterlaufen. Genau, wollte ich jetzt anfangen, wa? Mit diesen
Rollen einsammeln. So, dann können wir da wieder zurück und ja. Ich glaube, wir müssen dann nämlich noch weiter. Ja, ich glaube, wir haben hier jetzt eigentlich etwas erreicht. Was eigentlich nicht so sein sollte. Der Part geht etwas länger, aber ich schneide dann noch die Türen und Treppen raus. Von daher kann es knapp eine halbe Stunde sein, ein paar Sekunden oder Minuten. Die Drehung, die kennen wir aus Teil 3. Zurück und X. U-Boot geht runter und die Stiege geht zurück. Andersrum, okay, die Stiege. Das U-Boot bleibt oben, aha. Ist auch gut. Ja. Ich werde mich in dem Sinne auch gleich. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich kann Sachen ablenken. Das wären 1, 2, 3 Sachen. Und hätte 4 Plätze frei. Machen wir. Und dann machen wir einen Cut. Ich glaube, das habe ich damals auch schon so gemacht. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher, weil nur mit 2 freien Plätzen ist es halt nicht zu spaßen. Da hätte ich denn doch lieber mehr. Und ja. So, du kannst weg. Ganz nach unten. Weil dafür gibt es keine fallen Bogen war ja hier unten, wa? Genau. Nee. Na komm. Genau. So. Dann verabschiede ich mich mal. Bleibt auf jeden Fall dran. Es geht nämlich weiter. Ich sage ciao.